So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss der Bartagram. Heute ist meine Freundin mit dabei, und zwar die Emily. Die ist natürlich gerade nicht drauf, deshalb muss ich die Kamera Ja. hier einmal rüber machen. Ne? So, dann könnt ihr uns beides sehen. Lichtverhältnisse passen soweit. Nein. Doch, das passt, man Guck, sieht. ich Ja, dann aussehe. mach's Licht aus, du kannst ja kurz wegrennen. Sie hüpft kurz weg wie ein Reh, also wie immer. Ich bin kein Reh. Doch, du bist voll das Reh. So, ist schön, viel besser. Übrigens, sieht irgendwie voll gut aus. Und ja, auf jeden Fall, wir hauen jetzt hier eine Reaction raus auf Bartagam Fütterung Norberts Vlog, beziehungsweise Norbert Vlogt. Ne? Und da haben wir schon neulich im Stream ein paar Minuten reingeschaut, aber keine Zeit mehr für gehabt. Und deshalb machen wir das jetzt als separates Video. Ich würde sagen, wir hauen rein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt, und let's go. Ja, ist sie nicht schön? Oh, ist voll Ist laut. das nicht ein klasse Tier? Eine wunderschöne kleine Bartagame. Hi Fans, ihr seid auch wieder da. Ich habe euch mal hier drei gleich mitgebracht zur Auswahl. So sieht eine Bartagame aus. Also eigentlich so wie eine Natur. Naturfarben, naturbelassen. Die kommen aber in der Natur gelegentlich auch vor, in So ein etwas Video aufnehmen. rötlicher. So ein Video aufnehmen im Zeitdruck ist schon besonders, oder? Ja. So ein bisschen mit dem Landstrich zu tun, wo die leben. Die leben übrigens in Australien, da gibt es mehrere Unterarten. Aber dies ist also die häufigste Bartagame. Aber Ich weiß jetzt nicht, ob er es gerade gesagt hat, aber es sind Pogona vitis selbst, also streifenköpfige Bartagamen. Und ich habe ja auch schon ein Video hochgeladen, wo ganz viel, also wo ich alle Bartagamen-Unterarten aufgezählt habe, ne, Pogona minor, Pogona major, die westliche, die östliche, die Vitis selbst und die Henry Lawsoni und was auch immer, was dann alles noch gibt. Wenn ihr die Unterschiede wissen wollt, könnt ihr gerne das Video anschauen. Alle Bartagamen-Arten habe ich ein Video zu hochgeladen, könnt ihr gerne anschauen. gelegentlich gibt es auch welche, die leicht rötlich sind. Und das habe ich euch ja schon ganz oft erzählt. Züchter arbeiten natürlich an Farben, die finden das spannend, eine andersfarbige. So, und hier würde es mich jetzt mal interessieren, welche Farbe ihr am schönsten bzw. am schmackhaftesten findet. Also ich würde persönlich jetzt, wenn ich mir eine Bartagame noch kaufen würde, eine weiße zulegen. Auch die kräftig rote gefällt mir auch, ne? Du hattest auch gesagt, dir gefällt die dunkelrote am besten. Ja, aber ich würde wahrscheinlich so eine weiße nehmen, weil so ein Albino ist ein ganz, ich finde, die sind irgendwie am seltensten und sehen einfach auch. Sehen einfach aus wie in Game of Thrones da, die ganze Umgebung. Von daher, da passen die gut rein und ja, ist auf jeden Fall was Besonderes, ne? Eine Bartagame zu haben. Und wenn man so eine rötliche hat, dann züchtet man mit der rötlichen weiter. Und wenn man zum passenden rötlichen Weibchen dann noch Hat ein aber ganz passendes schön Männchen Gesicht kriegt und verpaart die zu miteinander, werden viel die langsam immer Bartagamen rötlicher. angeschaut. Und das Ergebnis ist nachher so eine schöne Bartagame. Ist die nicht klasse gezeichnet? Und wenn ich also jetzt hier auch den Kleinen sehe, den ich hier sitzen habe, der sich gerade hier für alles andere als für die Kamera interessiert, ich würde sagen, der ist noch ein Tick rötlicher. Kann sich natürlich, Was? wenn der groß wird, ein bisschen Ist der so auswachsen. groß oder sind die anderen so klein? Also der ist ganz klein und die sind normal groß, so ungefähr. Der ist so zwischendrin, ja klar, aber der ist größer als der Spike, der linke. Und die anderen sind beide kleiner als der Spike. Ja, die sind, der ist schon einige Jahre alt auf jeden Fall und wird auf jeden Fall stark gefüttert wahrscheinlich. Ja, kleiner Specki-Bauch schon. Ja, und der hier, der, ja, der ist ein paar Monate alt vielleicht. Ja, und der hat jetzt gesagt, er findet, dass der rötlicher ist als der linke da, aber das finde ich irgendwie nicht. Auf dem sieht es irgendwie anders auf dem Bildschirm als auf dem. Ja, der ist doch kräftiger. Der ist mehr rot. Der linke, ne? Ja. Er hat aber gesagt, hat er nicht gesagt, der kleine ist rötlicher? Ich glaube schon. Ist aber auch Finde ich möglich, nicht. dass er ein bisschen intensiver wird. Wir hatten ja die letzten Filme schon öfter darüber gesprochen, über Zähmen von Tieren. Ich hatte hier die Enten auf dem Tisch sitzen oder einen großen Varan, Steppenwaran, Was geht eigentlich ein jetzt? Jetzt will er seinen Speckibauch. Monster, aber der Ja, überhaupt keine moin. Rücksicht auf Mensch und Tier Überhaupt nimmt, nicht sondern cringe. immer beißt, immer alles angreift, der super zahm war. Guck mal, wir gucken Sowas auf kann man verschiedenen natürlich Monitoren, du machen, guckst auf wenn man auf sich dem oder von wie? Anfang Ich an mit dem ganz weiß, Kleinen, am wohin besten frisch gucken. Ja, geschliffenen hier siehst du Tier, uns halt noch mit drauf. regelmäßig beschäftigt. Lassen Beschäftigen die auch heißt Farben aber nicht anders? unbedingt, Ja. dass sich die Tiere auf den Arm nehmen, dass sich die kuscheln. Natürlich müssen wir sie mal anpacken, Ist natürlich eigentlich wurscht, egal, wenn müssen ich wir dahin gucke, mal ist die die Kamera okay, Gesundheit wenn ich dahin gucke kontrollieren, auch. ob alles in Guck mal Ordnung ist. dahin. Aber
so ja, gut, bei dir ist es ein Streicheltier, so ein Kuscheltier. So bei mir ist eigentlich relativ egal, weil ich halt schon so irgendwie mit sind solche Bartagamen von zu Hause aus nicht, möchten die auch nicht. Alle, die die in der Natur eigentlich anpacken, die sind also böse zu der Agame, denn die möchten die nicht anpacken und streicheln, sondern wer die packt, der möchte die essen. Deshalb also nie Tiere so von oben greifen, die erschrecken sich. Wenn ein Tier wirklich freiwillig zu mir kommen möchte, dann lege ich die Hand davor. Also wir schauen jetzt mal noch hier noch eine Minute weiter rein. Ne, ich denke, der quatscht einfach noch ein bisschen über die Gefahren von Bartagamen. Ne, und zeigt die kurz ein bisschen noch, seine einzelnen. Ja, schauen wir mal hier rein, was da abgeht. Ich bin nicht der Kuschelpartner, sondern wir sind der Partner, der Essensbringer. Und zu seinem Essenbringer läuft man ja natürlich gerne hin. Und eines Tages warten die nur darauf. Die sehen schon, ich komme durch die Tür rein ins Zimmer. Die stehen schon vorne an der Scheibe und wissen, an diesem großen Menschen, der da ist, da hängt der Arm, der mir das Futter bringt, da möchte ich hin. Und anschließend untersuchen sie auch mich ganz. Sie laufen über meinen Körper. Sie sind also immer interessiert. Sie suchen eigentlich nur Futter. Sie suchen uns gar nicht. Aber wir finden das natürlich toll, wenn die gerne zu uns kommen. Die harte Wahrheit. Was? Sie suchen uns gar nicht, sie suchen das Futter. Ja, das ist halt so. Also der Norbert hat jetzt hier gerade auch erklärt, bei Tieren, die jetzt eben Gefahr sein könnten, rennen sie halt eben eher weg und setzen die Abwehrmechanismen in Kraft, auch zum Beispiel dann den Bartraus. Und wenn dann eben jetzt zum Beispiel der Norbert da sitzt, der eben Futter für die Bartagamen hat, dann wollen sie natürlich eher hingehen. Ne? Also das hat er jetzt so gerade erklärt. Ne? Und die gehen halt da wegen dem Futter hin und nicht wegen dem Norbert, ne? Das ist ja klar. Also. Wir sollten ja, bei mir ist es anders, da kommt das Bike wegen mir und nicht wegen Futter. Aus wüstenähnlichen, steppenähnlichen Gebieten, da ist es also extrem warm. So 40, 45 Grad ist gar kein Thema. Und wenn wir mit einem dicken Wollpullover durch die Wohnung laufen und haben dann da vielleicht 18 Grad in der Wohnung, finden die das nicht klasse. Zumindest nicht lange. Die sind ja aufgewärmt. Habt ihr gesehen? Der kommt einfach auf die Hand. Ja, der wollte spazieren gehen, sieht aber die Hand nicht als Bedrohung an, sondern die Hand ist einfach sein Klettergerüst. Hier wird nicht gestreichelt und gekuschelt, sondern wir gehen dahin. Und immer, wenn der mal wegläuft, nehme ich ihn von vorne einfach und setze ihn da wieder hin. Und dann Schatz! Ist wieder gut. Ach Sven, Sie haben dabei mitgebracht? Sorry! Ja. Wir haben ein kleines Menü dabei. Ein Menü. Für die kleinen Wachsmaden. Wir wollen mal gucken, ob heute Wachsmaden... Hallo? Ich glaube, die Gesellschaft wird hier sehr unruhig. Die waren auf Frühstücken nicht vorbereitet. Jetzt gibt's Wachsmaden, Leckerli, habe ich noch nie ausprobiert. Ich denke, die haben ganz viel Fett. Oh, guck mal, wie erstaunt der gerade guckt hier, dass der eine wieder wegrennen will wahrscheinlich. Pass mal auf, der will bestimmt wegrennen, der Große. Ah, ne, doch nicht. Naja, jeder kriegt aber ein paar. Vielleicht klappt das ja mit seinem Frühstück. Na, Frühstück, ja. Ach so, er hat gemerkt, der hat schon andere Tiere im Visier auf jeden Fall. Top. Wie er sein Maul schon rausstreckt, ne? Der greift gleich in die Packung. Moment, Moment. Wie der Spike, richtig gierig. Also eure sind ja auch so drauf, die meisten zumindest. Zu essen. Also der ist schon gut genährt. Der kriegt nur im Video Futter, sonst nie. Der ist genervt, weil er nie Futter bekommt. Spaß. Der Norbert, der hat einen guten Laden. Den muss ich unterstützen. Der macht es bestimmt. Ordnungsgemäß. Jeden Tag 10 Wachsmaden und dann machst du ein bisschen Salat, ja. Also so ein Futterinsekt ist natürlich, wird natürlich bevorzugt. Also Freunde, der Spike ist ja jetzt in Winterruhe. Ich kann leider keine Fütterungsvideos raushauen, auch wenn die immer am besten bei euch ankamen. Aber ihr könnt auch mal gerne schreiben, ob wir jetzt in der Zeit, wo der Spike in Winterruhe ist, öfter mal Reactions machen sollen, beziehungsweise ob auch hier meine Freundin dabei sein soll. Vielleicht wollt ihr es ja, wenn wir zusammen Reactions machen. Ansonsten, das ist halt das, wo wir am meisten oder ich am meisten machen kann in der Zeit, wo der Spike schläft. Es wäre jetzt wahrscheinlich nicht so spannend, wenn ich einfach nur ins Terrarium reinfilme und seinen herausragenden Schwanz euch präsentiere. Also, ich weiß nicht, ob das euch interessiert. So. Also, ich kann auch mobile Livestreams machen inzwischen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr euch so da vorstellt. Hallo. Der springt gleich runter, wie Spike. Hallo.
Oh Gott. So, eine wilde Yacht. Aber die wilde Yacht soll natürlich nicht so sein, dass diese wilde Yacht... Alter, der fährt da fast runtergesprungen, wo er der Neuschrecke war. Bartagamen fressen in der Natur zu 90%. Wie, was hängt da raus? Deshalb hat Sven ja hier auch extra so einen Gollywog mitgebracht. Hammer. Aber da muss ich ja mal sagen... Was hat er da? Gollywog? Was für eine Pflanze ist denn das? Also... Normal, also Grünkost 90% kommt schon hin, so wenn die Bartagamen älter werden. Je mehr älter die werden, desto mehr Grünzeug fressen die. Aber ich fütter die jetzt eher mit Salat, so Radicchio und Rucola-Salat und so einen bunten gemischten Salat und auch, wie heißt im Garten dieses Löwenzahnals. Aber dieses hier, so Pflanzen, das, ich dachte, das steht so als Deko da und fütter das den einfach. Was hältst du davon? Von? Ja, dass der einfach da von den Deko-Pflanzen das abreißen den Filter. Ja, ist anders. Anders, ne? Muss ich erst noch dran gewöhnen, so auf diese Art, gell? Ja, ja. Bisschen Reactions, ne? Mhm. Kommt ich meine, ihr mit wisst der Zeit. Ja, dass ich abnehme, dass ich daran arbeite. Sieht voll aus wie und so. Und auch längst nicht mehr so viel Fleisch esse, wie ich früher habe. Der denkt doch nicht im Ernst, dass der das jetzt frisst, oder? Na, dann kommen wir schauen mal kurz weiter. Ja. Hier irgendwo muss doch wieder was passieren. Da. Mal den Kleinen weg. Was hat denn der jetzt da hingeschüttet? Oh Gott, der hat alle hingeschüttet. Alle Wachsmaden. Denkt der Kleine frisst die alle. Ich will mich gar nicht über ihn lustig machen. Das kommt irgendwie so rüber, oder? Das kommt so rüber voll. Ja. Oh nein. Oh, der springt da runter. So viel Futter beschäftigt. Warum brauchen da so drei Mann, dass die da auf dem Tisch bleiben. Ich weiß nicht. Mann auf dem Bauch. So, ja, wie halte ich denn so eine Bartagame? Ja, einige sagen Einzelhaltung. Naja, einzeln halten. Wer will auf Dauer immer einzeln gehalten werden? Ist natürlich schwierig. Der Spike. So eine Bartagame sitzt auch gerne mal zusammen und wärmt sich. Da gibt es immer so ganz... Also in der Natur sind die Bartagamen auch Einzelgänger. Die sind eigentlich nur in Kollegschaft mit einem Weibchen, wenn sie sich paaren und sonst trennen die sich auch wieder. Bartagame sind auf jeden Fall Einzelgänger und auch in der Natur brauchen die überhaupt keinen Partner und sind nicht angewiesen auf andere Bartagamen. Ne? Die sind wirklich Einzelgänger, man kann sie aber auch zusammenhalten, wie er es jetzt sagt, aber benötigen tun die auf gar keinen Fall einen Partner oder einen weiteren Gesellen, der bei ihnen im Terrarium lebt oder so. Viele Bilder, da sieht man eine Lampe und unter der Lampe sitzen 30, 40 Bartagamen und Bartagamen muss man in der großen Gruppe halten. Das ist natürlich nicht, in der Natur ist auf jedem Stein die gleiche Sonne. Bei uns im Terrarium gibt es nur eine Sonne, die Wärmelampe und alle wollen sich aufwärmen und sitzen deshalb darunter. Das ist natürlich für eine Kurzzeithaltung alles gar kein Problem, aber auf Dauer sollte man zum Beispiel ein Männchen halten. Hier unser Farbenprächtiger, der ist gar kein Männchen, sondern ein Weibchen. Es gibt also sogar noch kräftigere, noch besser gefärbte Männchen. Und man hält die aber auch nicht paarweise. Also ein Männchen und ein Weibchen, da ist eigentlich nicht so gut. Die Männchen haben also so einen starken Trieb, die jagen eigentlich die Weibchen so viel, dass die permanent belästigt werden. Und also ein zweites Weibchen, ein drittes Weibchen wäre schon angebracht. Also wie er es jetzt auch sagt, kann ich es auch empfehlen, so wie ich es jetzt gelesen habe und auch von euch auf Instagram, von euren Erfahrungen her weiß, dass es besser ist, wenn man jetzt zwei Weibchen hat und ein Männchen, damit das Männchen nicht so stark dominieren kann und auch seinen Trieb nicht so arg auslassen kann, dass die Weibchen eben dann dominieren, beziehungsweise die Weibchen haben nicht so einen starken Trieb jetzt, sich auch fortzupflanzen und das halt, da keiner wirklich irgendwie belästigt wird von den anderen oder so. Und daher kann ich nur empfehlen, wenn man mehrere Bartagamen halten möchte, dann zwei Weibchen und ein Männchen. Ja, zwei Männchen geht auch nicht. Dann gibt es nämlich Radauz, weil der eine sich immer beweisen muss, auch wenn kein Weibchen dabei ist. Und zwei Weibchen wiederum, das müsste auch gehen. So mit drei Weibchen geht prima. Wenn man kriegen sollte, vielleicht sogar die zwei Weibchen ein bisschen größer als das Männchen, dass der die nicht nur ärgert und dann kann man die natürlich gut in so einer Gruppe halten. Das übertreibt er aber komplett. Will er schon zwei Weibchen und ein Männchen oder drei Weibchen und ein Männchen und dann sollten die Weibchen auch noch größer sein. Ja, die fressen dann den Männchen aber auf. Echt jetzt? Nein. Aber guck mal, das braucht man dann wirklich nicht, dass sie auch noch größer sind.
Aber gut, das ist auch nicht so häufig der Fall, dass die größer sind. Das ist bei manchen Bartagam-Arten ist es tatsächlich der Fall, dass die Weibchen größer sind. Ne? Und bei der schwarzen Witwe ist sowieso, ne, da ist das Männchen ja so, ne, bei Spinnen, und das Weibchen so. Und wenn die Geschlechtsverkehr hatten und sich gepaart haben, dann beißen die auf. Nein, dann, genau, dann frisst das Weibchen den Witwer. Nee, wie heißt es? Heißt es dann Witwer? Nein, eigentlich nicht. Mm-mm. Den Mann auf. Ja. Die Gruppe braucht Platz. Da ja jetzt schon mal gejagt. Da haben wir die wichtigen Infos. Schauen wir mal hier weiter. 20 Quadratmeter Wohnung auch ausreichend wäre. Und dann guck dich mal um, wie viel Platz du zu Hause hast und was du toller findest. Also die finden mehr Platz natürlich auch toller und großes Terrarium ist schön. Aber sie leben ja natürlich in wüstenähnlichen Gegenden. Das heißt, Temperatur muss irgendwann an einer Stelle super, super hell und warm sein. So 40 Grad ist gar kein Thema für die, 45 Grad. Die Wärmelampe sollte man aber immer durch einen Draht schützen, denn wenn morgens die Lampe angeht, ist die kalt. Tiere legen sich gerne ganz nah unter Lampe, die wissen, da war das warm. Abends hat die noch so ein bisschen Restwärme, dann liegen die womöglich morgens noch drunter, die Lampe geht an und macht ganz böse Hautverbrennung. Also grundsätzlich bei allen Wärmelampen immer einen Schutzschirm darum verwenden, damit sich bloß das Tier nicht verbrennen kann. Nachts ist es aber auch in der Wüste sehr kalt. In manchen Wüsten wird es nachts. Also ich habe das mit der Wärmelampe und auch mit der UVB-Lampe so gemacht, dass ich einfach einen Lampenschirm darunter hatte, dass es so schon einen Abstand zu der, zum Wärmespot hat. Ich habe auch gemessen, 45 bis 50 Grad sind ohne Probleme da dann erreichbar. Aber einen Draht habe ich jetzt nicht drum im Schutz, das brauchen wir auch gar nicht. Also bei der UVB-Lampe kriegt der Spike als mal in den Lampenschirm rein, dass er da ein bisschen mehr sich seine Vitamin D holen kann von den UVB-Strahlen. Aber sonst braucht man da eigentlich nicht wirklich einen Schutz, je nachdem, ob man einen Lampenschirm hat oder nicht. Das bündelt halt eben auch die Wärme ein bisschen und die Strahlung, wenn man einen Lampenschirm benutzt. Und es blendet eben auch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ich, den Schreibtisch mit dem Rechner vor dem Terrarium hat, dann stört es einen auch nicht. Also mit Lampenschirm ist es auf jeden Fall besser. Ja. Nachts sogar 0 Grad und kälter. So kalt wollen wir nicht. Aber wenn nachts die Heizung ausgeht und wir haben dann Zimmertemperaturen 20, 22 Grad, dann ist halt alles in Ordnung. Und trotz Wüste brauchen die natürlich Wasser. Also ein Wasserbecken sollte man für jedem Tier geben. Es gibt also sogar Bartagamen, hat man schon gesehen, die schon mal kleine Tauchversuche machen. Also die springen tatsächlich ganz in die Wasserschale rein und tauchen und planschen da drin. Und am liebsten nehmen sie natürlich sogar Wasser. Ja, also das ist auch so eine Geschmackssache. Beim Norbert ist es wohl so, dass seine ganzen Bartagamen, die er im Laden hat, immer gerne eine Wasserschale brauchen, die sind es auch von Anfang an gewohnt. Beim Spike haben wir früher immer nur so ein kleines Näpfchen reingestellt, dass er da was trinken kann und dann haben wir irgendwann mal eine größere rein, dass er da baden kann. Er war ja bei meinem Bruder im Zimmer und er hat meistens nicht beobachten können, dass er irgendwie da drin war oder irgendwie gerade baden ist. Von daher haben wir bei ihm irgendwann aufgehört, eine reinzustellen, weil man halt ja wirklich jeden Tag das Wasser wechseln muss und das auch ein ziemlicher Aufwand dann im Endeffekt ist. Würde ich natürlich machen, wenn der Spike auch wirklich reingehen würde, aber er hat es nicht häufig genutzt. Und von daher baden wir den einfach als mal. Und die Feuchtigkeit ist auch gut. Zum Beispiel, die können wir generieren, dass er halt den Salat, den nochmal frisch abgewaschen bekommt und da wirklich noch ein bisschen Wasser dran ist, so bekommt er auch seine Feuchtigkeit. Wasser, wenn ich also hier, wie hier so ein Gollywog, den einfach einsprühe und der ist nass, dann kann man sehen, wie er die Blätter ableckt und frisst dann gleich die Blätter. Hat er was zu trinken, hat er sich gesund ernährt. Eigentlich ist das genau das Ideale. Und ich hoffe mal, dass der Film für euch auch das Ideale war. Mir hat das also hier mit den beiden super zahmen Tieren echt Spaß gemacht. Ja, waren eigentlich 3 aber ein. Ja, ich wollte es gerade sagen. Waren oh, fast schon 4. Arm. Ich kann nicht mehr. Oh, ist auch gleich fertig. Noch 10 Sekunden. Alles gegangen. Schaffst du das? Ich gehe jetzt auch. Komm. Ich hoffe, ihr geht jetzt nicht, sondern wir sehen uns nächste Tage wieder. Ade, ich hau jetzt ab. Er haut ab. Alles klar. Ciao, Norbert. So, also, jetzt unser Fazit. Ne? Guck mal, da kann ich hier gerade die Kamera, also die Szene reinballern. So, Freunde, das war's jetzt mit diesem Video. Ne? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ein paar Kommentare habe ich ja dazu gegeben und Norberts Wissen noch mal ein bisschen ergänzt. das klingt voll arrogant, gell? Ja. Aber ich habe halt noch ein paar Informationen hinzugefügt, meine ich eigentlich. Ne? Weil... Er wollte ja auch nicht gerade auf alles eingehen.
So, von daher erhoffe ich, dass ihr noch ein paar Informationen gewinnen konntet und euch das Video unterhaltsam gefallen hat, wie auch immer. Lasst auf jeden Fall dann ein Like da, abonniert den Kanal, empfehlt den Kanal weiter, wenn ihr das möchtet. Und die Glocke kann man auch noch aktivieren, genau. Ja, damit ihr die Videos und auch die Livestreams vor allem, das ist das größte Problem, dass ihr die Livestreams wirklich, wie sagt man, in eure Abo-Box bekommt. Dass ihr halt informiert, dass ihr informiert werdet, wenn die Livestreams kommen. Weil viele haben sich schon beschwert, dass das nicht so ist, aber einfach Glocke aktivieren und inzwischen sollte YouTube das wieder im Griff haben. So, ansonsten würde ich sagen, haut rein, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und ja, kauft euch eine Bartagame. Ciao. Ciao. Kannst du es beenden? Hä? Ja, guck, du musst nur hier.